Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Internet. Da sind wir nun bei Isis Kopfparty. So heißt das Ganze hier und jetzt geht's los. Longtime New Sea Class, danke, dass du dir Zeit nimmst. Gestern in Frankfurt, jetzt in Berlin. War cool. Und du bist ja schon einiges um die Welt gereist und so weiter. Hast du eigentlich eine Bucketlist? So Sachen, die man immer mal machen muss und so, habe ich irgendwie verpasst im Moment. Also ich glaube, wenn man, weil ich so relativ hineingeworfen wurde in viele Erlebnisse, so durch meinen Job und durch andere Dinge und so, gab es nie diesen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich das mal alles aufschreiben, muss das dann abhaken. Das entsteht ja, glaube ich, aus so einem Moment, in dem man das Gefühl hat, jetzt müssen wir was passieren, dass man sich dann zu Hause hinsetzt und so eine Liste macht und dann anfängt, das zu organisieren. Bei mir kam es eigentlich eher so, dass mir viele Dinge entgegenkamen, die mir, glaube ich, für eine Liste nie eingefallen wären. Und dadurch habe ich dann nicht so den Eindruck gehabt, dass ich irgendwas verpasse oder so. Also ich habe nicht so eine Liste. Aber würdest du jetzt sagen, dass du den ganzen Erfolg sozusagen immer haben wolltest? Oder wolltest du eigentlich immer so erfolgreich sein? Oder was waren früher deine Ziele? Naja, das muss man immer definieren. Also wenn man so sagt, man will erfolgreich werden, klingt das erstmal komisch. Sondern man will ja in dem, was man so macht, egal was das ist, ne? Man will ja, dass das Spaß macht und dass das gut läuft. Und das kann man dann, wenn man so will, auch dann Erfolg nennen. Ja? Also, dass man das irgendwie machen darf, was man machen will. Und dass man selber das Gefühl hat, dass man da besser wird oder so. Oder Wege findet, das zu tun und so. Und solange das dann läuft und man sich mit dem beschäftigen darf, was man gerne macht, dann ist wahrscheinlich das so, dass man das dann erfolgreich nennt. Mhm. Insofern wollte ich das schon. Ja klar, ich hatte Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen, was mir Spaß macht. Ich weiß nur, dass du dann irgendwann mal früher gelandet bist, aber wie kam jetzt der Sprung vom Friseur zu Viva? Na, da gab es noch Zivildienst dazwischen. Okay. Ich bin nach Köln gezogen, habe Zivildienst gemacht. Also ich komme aus Oldenburg und dann bin ich einfach nach Köln gezogen und habe da im Krankenhaus gearbeitet ohne einen Plan und die Ausbildung war fertig. Und dann ganz unspektakulär, dann gab es ein Casting, da konnte man hingehen, so ein öffentliches. Und da bin ich dann hingegangen und dann hat das irgendwie so über Wochen, ging das dann so weiter und so. Und am Ende hat das geklappt und dann war ich da und dann geht es irgendwie darum, dass man dann so dabei bleibt, ne? Also dass man dann letztendlich immer nur dafür sorgen muss, dass man dann nicht irgendwann wieder aussortiert wird. Das ist dann, bist du noch dabei? Ja, das war aber auch gerade bei Viva und so, da hat sich viel verändert in der Zeit, in der ich da engagiert wurde. Das ist ja mittlerweile jetzt nicht mehr das, was es noch vor 6 Jahren war oder selbst oder vor 12 Jahren war oder so. Und ich war 6 Jahre da und auch schon, als ich angefangen habe, war es nicht mehr das, was es vielleicht vor 15 oder 18 Jahren war und so. Ja. Diese ganz große Zeit, die war dann ja recht schnell vorbei. Und deswegen musste man da schon immer den Kopf einziehen, wenn der Hammer kreiste. Hast du da Angst oder? Ja, das sind manchmal so Situationen, mit denen man nicht so rechnet, die einem dann Angst machen. Wenn man irgendwie merkt, die Reise wird dann doch ein bisschen sehr lang und man sitzt irgendwie auf einem Holzboot mit einem Motor und es wird dunkel und so Sachen, die man eigentlich gar nicht vor Augen hatte, dass man dann irgendwie durch den Dschungel fährt und denkt, alles klar, wenn jetzt der Motor kaputt geht, haben wir ein riesiges Problem, was halt zu Hause kein Problem ist. Wenn der Motor kaputt ist, dann rufen wir einen an, dann kriegen wir einen neuen Motor. Aber wenn du irgendwo mitten im Dschungel bist und schon 2 Tage auf so einem Holzboot durch die Gegend treibst, da, dann werden so eine Sachen auf einmal ein großes Problem und die kommen dann erst in der Sekunde, in der es passiert. Also, und die anderen Sachen, das überlege ich mir dann schon. Also wenn ich das mache, dann probiere ich auch so wenig Angst zu haben, dass es deswegen nicht schief geht. Wie machst du das dann, so mutig zu sein? Das weiß ich nicht. Also es gehört sicherlich auch eine Portion Dummheit dazu. Und also ich denke da nicht so perspektivisch. Was kann man jetzt von dir lernen, wenn man zum Beispiel mit dir auf dem Boot ist? Was kannst du den Leuten beibringen? Geduld. Geduld, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Durchziehen, durchhalten und probieren, seine Genervtheiten in den Griff zu kriegen. Das ist ja immer, das ist ja bei allen Leuten. Also wenn du, es gibt 1000 Sachen, wo man genervt sein kann. Man ist müde, man hat Hunger, man hat Durst. Also auf so einer Reise kommt es dann irgendwann zum Wesentlichen. Da ist dann nur noch Durst, Hunger, die Sonne ist zu heiß oder es fängt an zu regnen und dann ist es zu kalt. Ja. Und so, und man hat ja immer so Momente, neuralgische Punkte. Bei vielen Menschen ist es morgens. Bei anderen Leuten abends, wenn sie zu müde sind, andere Menschen warten nicht gerne irgendwo oder so. Und man hat ja selber auch diese Momente, wo man merkt, da kippt es jetzt gerade. Yeah. So. Was ist es bei dir? Alles Mögliche. Ich bin, auch wenn ich müde bin, wahrscheinlich so genau die Situation und
die dann zu erkennen und dagegen zu arbeiten und vor allen Dingen anderen Leuten damit nicht auf den Sack gehen, sondern probieren, das dann, wenn dann überhaupt, das für sich zu behalten. Das sorgt dann schon dafür, dass so eine Phasen dann auch recht schnell wieder gehen, weil einfach das sich nicht überträgt auf andere Leute und so. Also, und das ist wahrscheinlich, wenn du einen Strich drunter machst, ist es geduldig sein. Also wenn jetzt so, es gibt so Tage, läuft so alles schief und da kannst du dich natürlich den ganzen Tag drüber aufregen und oder man sitzt es aus. Und das mache ich. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt habe ich noch ein Spiel mitgebracht, ja. Ein Assoziationsspiel. Das erste Wort ist Schwapp. Schwapp, das beste Schwimmbad Europas. Yeah. Wenn nicht sogar der Welt. Das zweite ist Alabama. Alabama ist ein Codewort, das wir mittlerweile auch ändern müssen, weil es jetzt zu viele Leute kennen. Das ist Alabama, war immer das Codewort von Joko und mir, wenn es ernst ist, wenn man wirklich aufhören soll. Was ist eigentlich so Freundschaft für dich? Also überlebensnotwendig. Mein Lieblingsbuch? Immer das, was ich gerade lese. Aktuell lese ich gerade ein ganz spannendes Buch, das heißt Schwarze Magnolie. Geht um ein Mädchen, die spektakulär geflüchtet ist aus Nordkorea und ihre ganze Familie noch hinterhergeholt hat und so ihr Leben dort beschreibt und so die Zustände dort und so. Lieblingszitat 2. Das eine ist, ich glaube, von Picasso, der mal gesagt hat, die Muse klopft nicht an die Tür, wenn sie nicht vorher durchs Fenster schon gesehen hat, dass dort jemand arbeitet. Und das andere ist von dem berühmten Philosophen Otto Walkes, der mal gesagt hat, ich wünschte, ich wäre noch der ich war, bevor ich werden wollte, was ich jetzt bin. Wow, cool. Und? Lulululu. Ja, das ist auch gut. Ne? Ja. Ja, das ist letztendlich eine satirische Überhöhung von Inhaltslosigkeit im deutschen Fernsehen. Der du ja nicht Teil bist. Nein. Auf keinen nein, Fall. Nein, überhaupt nicht. Mach nur schlaue Sachen mit kulturellen Schwergewichten. Genau, wie jetzt hier. Wie hier, genau. Sehr gut. Vielen Dank für das Interview, Klaus. Danke. Dankeschön.